Hallo meine lieben Heimwerkerinnen und Heimwerker, ich begrüße euch zu Ingos Infos 11 2019 und ich habe heute sehr, sehr viele Themen. Es ist in diesem Monat sehr, sehr viel passiert, nicht unbedingt nur Gutes, aber mehr dazu nach dem Intro. Fangen wir erstmal an mit den letzten Videos, die ich online gestellt habe. Es waren ja, ich glaube, 5 Stück und da gehe ich mal auf das erste Video ein. Das waren die Brandmalprojekte meiner Frau. Da gab es sehr viel positives Feedback von euch. Total geil. Meine Frau hat sich auch tierisch darüber gefreut. Nochmal von uns ein Dankeschön, dass ihr da auch so zahlreich kommentiert. Dann habe ich ja den herzlich willkommen Stehlen Stecker hochgeladen. Meine andere Alternative zu dem normalen Stehlen, die ich ja baue. Und da gab es auch eine Menge Feedback und unter anderem auch die Frage, ob das Eisen nicht rostet. Bis jetzt noch nicht. Ich habe da auch eine Schicht Klarlack drauf gemacht. Das war natürlich im Video nicht zu sehen. Ich kann euch empfehlen, wenn ihr Eisen verwendet draußen, schützt das irgendwie oder so gut wie es geht. Ich meine, es gibt auch Projekte, wo man sagt, das Eisen kann ruhig rosten. Das ist nicht schlimm. Das macht das Ganze nochmal so ein bisschen alt und rustikal. Aber in diesem Fall habe ich da Klarlack über weggezogen und ich hoffe, das bleibt noch ein paar Jahre, so wie es jetzt aussieht. Das Video, die Doppelhaushälfte für 4 Pfoten, ist ja bei euch auch sehr gut angekommen. Da gab es eine Menge Feedback, auch positives Feedback. Natürlich gab es da auch den Einwand, dass man vielleicht anderes Holz verwenden sollte. Aber im Großen und Ganzen steht diese Doppelhaushälfte unter einem Vordach beziehungsweise derzeitig jetzt aktuell in einem Partyraum und die Katzen haben das Häuschen angenommen. Hier mal ein paar Bilder. Dann ging das um unsere Sternstähle, die ich ja rausgekramt habe aus der Garage, um die mal eben ein bisschen aufzuarbeiten. Die hat ja von der Witterung ziemlich gelitten. Und beim Aufarbeiten ist dann aufgefallen, dass da so ein paar LEDs ausgefallen sind. Ich habe die dann ja, wie man in dem Video sieht, ausgetauscht. Da gab es auch von euch eine Menge Vorschläge, was man da noch zusätzlich machen kann. Wer da Fragen zu hat, bitte nochmal kurz das Video anschauen. Ich werde es euch mal hier oben verlinken. Wahnsinnig coole Vorschläge, wie unter anderem mit dem Heißleim, dass man den vorher nochmal eben drum macht und dann den Schrumpfschlauch erhitzt, so dass sich dieser Heißleim dann auch wirklich mit erwärmt und das Ganze abdichtet. Fand ich vom Heinz absolut einen geilen Vorschlag. Nochmal recht herzlichen Dank an alle, die hier kommentiert haben. Super. Dann gab es ja das Video mit meinen kleinsten Holzstielen, die ich ja vor kurzem gebaut habe. Und das ist nicht ganz so richtig mit den kleinsten Holzstielen, weil meine Tochter, die hat noch eine kleinere Holzstiele gebaut. Und die Rede ist von dieser. Ja, fand ich ganz witzig. Hat sie gut gemacht, finde ich. Und zu den Holzstielen kann ich nur sagen, ich habe sie draußen fotografiert, wie man halt auch auf den Bildern zum Schluss gesehen hat. Und die passen aber definitiv auf eine Fensterbank. Ja, also von der Größe her passt es. 50 cm hoch ist jetzt nicht wirklich klein, aber es ist noch so, dass man halt eine 25er Lichterkette ohne weiteres unterbringen kann. Auch hier gab es eine Menge Kommentare zu und wahnsinnig viele Klicks. Ich bin da sprachlos und danke jedem Einzelnen dafür, dass er sich meine Videos anschaut. Dann habe ich noch ein Werbevideo und eigene Sache hochgeladen. Der Werbeclip für den Weihnachtsmarkt in Hambergen. Der findet ja nächste Woche statt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ziemlich aufgeregt. Wie eigentlich letztes Jahr auch. Und ich bin gespannt, was da so auf uns zukommt. Kommen wir jetzt zu dem, was hier in den letzten Tagen passiert ist. Ich kann euch sagen, ich habe so ein paar Einspieler vorbereitet. Die werden jetzt gleich nach und nach durchlaufen.
Zuerst fangen wir mal mit dem Thema an. Ich habe hier einiges zugeschickt bekommen. Und was das ist, das seht ihr jetzt. Ich habe vor ein paar Tagen von einem recht netten und zuvorkommenden Zuschauer, dem Ralf, einen Umschlag zugeschickt bekommen. Vorausgegangen war ein Video, wo ich ein Regal gebaut hatte, wo ich halt keine Dübel verwenden konnte, weil mir 6er Dübelspitzen fehlten. Und das hat er zum Anlass genommen, mich nach meiner Adresse zu fragen. Und ja, ich habe da jetzt was zugeschickt bekommen. Es scheint aber etwas mehr drin zu sein. Und lieber Ralf, ich danke dir vielmals, dass du mir sowas zuschickst. Es soll aber hier bitte nicht die Regel werden. Also es ist immer schwierig, Danke zu sagen, aber ich sage nochmal Danke, Ralf, und schauen wir doch mal rein, was du mir da geschickt hast. So, da hat einmal was vom Ralf, ne? Der hat mir das dazu geschickt. Jetzt mal bei meinem Aufhören. Ja, dann wollen wir mal gucken, was da drin ist. Ich habe schon mal eben gelinst und habe aber noch nicht gelesen. Wann hat er mir dann geschrieben? Hallo Ingo, ich sende hier mit eine Kleinigkeit, damit dir das Basteln leichter fällt. Meine Einstellung ist, man sollte auch mal was geben. Ihr YouTuber macht für uns Videos zur Unterhaltung. Nur durch euch bin ich bestimmt und auch noch andere zum Basteln gekommen. Danke. Ich lege noch ein paar anschlussfertige rote LEDs bei. Vielleicht kannst du sie mal in einem Projekt verwenden. Viele Grüße aus Hessen und mach weiter so mit den Videos. Top. Ralf. Ralf, ich kann es nur wiederholen. Nochmal recht herzlichen Dank. Und mit den anschlussfertigen Kabeln, das ist so etwas, habe ich noch nie gesehen, dass es sowas anschlussfertig gibt. Und das ist ja mal was. Da kann ich ja was mit basteln. Und das sind diese Dübelspitzen. Achtung, das könnte Werbung enthalten. 6 mm. Ralf, die werde ich gleich zu meinen anderen 8er und 10er legen. Jetzt kann ich sogar mit 6er dübeln. Wunderbar. So, dann gucken wir doch mal, wie so ein fertiges Element leuchtet. Ich muss mir noch mal eben so ein Kabel hier raustüdeln. Ich weiß auch gar nicht, wie viel Volt die jetzt haben. Steht hier nämlich, glaube ich, auch gar nicht drauf. Aber ich gehe mal mit der kleinsten Spannung ran. Also 220 Volt, nein, sollten nicht anliegen. So, ich habe ja mein Labornetzteil. Und ich gehe da jetzt einfach mal mit. Ich bin jetzt hier bei 2,4 Volt. Drehen wir mal hoch auf. Ja, da kommt was. Ich gehe mal davon aus, dass es 12 Volt sind. Ich stelle die jetzt mal auf 12 Volt ein. Ja, das sieht doch schon mal, das sieht schon richtig cool aus. Die leuchten auch ziemlich diffus nach vorne. Also die haben einen recht schmalen Abstrahlwinkel. Aber ich denke mal, zum Basteln kommen die definitiv nochmal im Einsatz. Dann würde ich sagen, geht es jetzt weiter mit dem nächsten Thema. Ralf, nochmals Dankeschön und bin mal gespannt, wo ich die denn demnächst mal verbauen werde. Und weiter geht's mit dem nächsten Thema. Der Tobi Ebel, alias der Kanal Tobi Ebel Woodwork, der hatte vor einiger Zeit, das ist auch schon ziemlich lange her, einen Livestream gemacht, wo er meines Wissens nach einem neuen Kanalnamen gesucht hatte. Und da ist mir dann so halt rausgerutscht, Tobi Ebel Deichwerkstatt. Und das hat er dann zum Anlass genommen, eine Verlosung zu machen, wo dann die Zuschauer auslosen sollten, welches oder welcher Name zukünftig seine Werkstatt schmücken sollte. Und da wurde halt das, was ich vorgeschlagen hatte, gezogen bzw. dafür gestimmt. Und als kleines Dankeschön hat mir der Tobi
ein kleines Päckchen zugeschickt. Und das ist angekommen vor, ich glaube, 2 Wochen. Bin bis jetzt nicht dazu gekommen, da mal reinzugucken. Ich habe das nur mal eben geöffnet, damit das gleich leichter geht. Eins vorweg, ihr habt mich nicht dazu gezwungen, das jetzt hier vorzustellen. Das ist nur von meiner Seite her ein kleines Dankeschön. Ja, mache ich es mal auf. Und zunächst liegt hier ein netter Zettel drin. Moin Ingo, nun kommt endlich die kleine Überraschung. Als Danke für den Namen, deine Namensidee, Tobi Ebel Deichwerkstatt. Gruß, Tobi. Ja, und hier ist es, ich sehe schon was, es ist ja schon mal richtig genial. Der Tobi Ebel ist dafür bekannt, dass er, ja, dass er der Hammermann ist. Also der macht sehr viele Holzhämmer. Und jetzt hat er mir auch einen Holzhammer fertig gemacht. Finde ich total cool, weil momentan ist es halt so, dass ich überwiegend meinen Schonhammer dafür für meine Holzarbeiten nehme, um dann mal irgendwas zusammenzukloppen. Und natürlich ist dann ein Holzhammer prädestiniert für. Ja, jetzt hat er mir hier das Logo, welches wir außerhalb von YouTube verwenden, das hat er mir jetzt hier raufgebrannt, beziehungsweise gelasert. Und auf der Rückseite hat er sein Logo drauf gemacht. Also ich finde das total cool. Und ja, Tobi, das muss jetzt in die Vitrine, ne? Das ist ja wohl klar. Da mal drum hämmern ist nicht. Es sei denn, du machst mir noch einen zweiten. Ja, dann hat er hier einen wunderschönen Aufkleber reingepackt. Jetzt muss ich mal schauen. Ich glaube, ich habe nämlich von Tobi einen Sticker hier an meiner Wall. Genau. Aber der löst sich schon so ein bisschen ab. Ich habe gedacht, ich bleibe davon verschont, aber es ist halt nicht so. Auch hier von meinen Boards lösen sich die Aufkleber so nach und nach. Warum auch immer, weil es ist ja nicht so, dass ich da mal gucke, ist der noch dran? Nee, also die lösen sich nach einer Zeit ab. Ich denke mal, das liegt am Kleber. Tobi, nochmal recht herzlichen Dank. Kommt hier auf jeden Fall in die Werkstatt. Und ja, da ist noch was drin. Ein Gemälde, Fotografie Tobi Ebel. Ein Foto von Tobi, welches er hier auf ein, ich würde jetzt sagen Fichte, Tannenbrett aufgepotscht hat. Und ja, das sieht ganz klasse aus. Also mit so einem weißen Rahmen hier. Ja. Tobi, ich danke dir für diese Aufmerksamkeit. Muss ich mal schauen, ob ich das hier auch noch irgendwie an die Wand bekomme. Ich möchte mich nochmal bei Ralf und Tobi bedanken. Tobi, Ralf, Hammer, was ihr mir dazu geschickt habt. Dankeschön und weiter geht's mit dem nächsten Thema. Und jetzt kommen wir zum Sticker, der mir zugeschickt wurde von dem Michel. Gemeint ist Michels Hobby-Ecke. Michel, ich danke dir recht herzlich für deinen Sticker. Den werde ich hier an meiner Sticker-Wall bzw. an meiner Schiebetür verkleben. Und weiter geht's mit dem nächsten Thema. Kommen wir jetzt zu dem Thema, wenn ein Gerät in der Werkstatt ausfällt. Manchmal fragt man sich, warum jetzt? Was stimmt nicht mit dir? Warum fällst du jetzt aus? Warum gehst du jetzt kaputt? Ich brauche dich jetzt. Es ist immer so. Es ist wirklich immer so. Es gehen Geräte kaputt, wenn man sie braucht. Wenn man sie nicht braucht, gehen sie ja nicht kaputt. Aber darüber habe ich nochmal einen kleinen Einspieler für euch. Vor ca. 5 Tagen ist unsere Dekopiersäge ausgefallen und schuld daran war das hier. Wie das nun manchmal so ist, man wird dann langsam nervös, vor allen Dingen es geht jetzt auf die Weihnachtszeit zu, beziehungsweise auf den Weihnachtsmarkt zu und wir haben dann noch so ein paar Projekte, die wir ganz gerne fertigstellen wollen. Und wenn dann so eine Dekopiersäge nicht funktioniert, dann ist es recht ärgerlich, vor allen Dingen, weil es ja nicht der Motor ist, sondern nur ein Schalter.
Ja, und was habe ich gemacht? Ich habe mich als erstes gleich mit dem Shop in Verbindung gesetzt, ihm das Müller geschildert und 3 Tage später war der neue Schalter da. Da ich aber die Dekupiersäge dringendst brauchte für ein Projekt, habe ich zwischenzeitlich aus einer ausgeschlachteten Dekupiersäge den Schalter ausgebaut. Ja, wie man sieht, der defekte Schalter, den habe ich jetzt ausgebaut und habe den gegen einen anderen Schalter hier getauscht. Funktioniert tadellos. Und 2 Tage später kam dann dieses kleine Päckchen mit einem neuen Schalter. Ich denke mal, dass dieser hier daran verbaut wird, sobald ich da mal zu kommen. Denn dieser hier, der hat einen zu weichen Punkt. Ja, weiß ich nicht. Muss ich mal schauen. Auf jeden Fall habe ich jetzt einen Ersatzschalter. Der ist defekt, wie man ja gesehen hat. Und jetzt kann es auch weitergehen mit der Dekupiersäge. Was war jetzt so eilig? Warum brauchten wir die Dekupiersäge? Ja, ganz einfach. Wir haben hier noch Projekte laufen. Nee, das habe ich jetzt nicht mit der Dekupiersäge gemacht, aber das, was da rein soll, haben wir mit der Dekupiersäge gemacht und die Schrift, die da drauf kommt, natürlich auch. Und das ist eben halt ja mit der Dekupiersäge einfach nur möglich. Davon wird es ein Video geben. Wann das online geht, kann ich noch nicht sagen, aber es kommt bald. Dann habe ich einen Brief bekommen vom Robert, neue Werkstatt, und der hat mir hier richtig coole Sicherheitsaufkleber beigepackt und in der Anzahl 4 Stück. Ich zeige euch die mal. Finde ich wirklich cool. Einmal hier Schutzbrille tragen, dann Handschuhe bzw. Sicherheitshandschuhe. Das können natürlich auch Ölhandschuhe etc. sein. Dann Gehörschutz und ganz wichtig Atemschutz beziehungsweise Staubschutz, welches ich sehr, sehr zwiegespalten noch sehe, ist das mit dem Handschuhen. Vor einiger Zeit gab es da mal ein Video, wo sich ein YouTuber verletzt hat, Till, trotz Handschuhe. Und die Frage ist da immer, wann ziehe ich Handschuhe an und wann nicht? Und da gehe ich jetzt gleich mal drauf ein. Wann trage ich Sicherheitshandschuhe, wann nicht? Ich für meinen Teil habe festgestellt, und ich habe eine Ausbildung im Metallbereich gemacht, im Metallhandwerk, alles, was sich irgendwo dreht, da sollte man definitiv keine Handschuhe tragen, sprich drehende Objekte. Das ist in dem Fall Bohrmaschine oder an einer Drehbank. Da sollte man tunlichst das vermeiden, Handschuhe zu tragen, denn die können sich um das Werkzeug wickeln bzw. verhaken, und dann ja, möchte ich gar nicht weiter darauf eingehen, was dann alles passiert, aber im Großen und Ganzen, da ist ein Splitter. Ja, kommen wir mal eben zu dem, wann trage ich Sicherheitshandschuhe und wann sollte ich es tun, nicht vermeiden? Ich für meinen Teil habe eine Ausbildung im Metallhandwerk gemacht und da war schon früh klar, an drehenden Maschinen auf gar keinen Fall Sicherheitshandschuhe tragen. Und damit meine ich beispielsweise an einer Drehbank oder Bohrmaschine, Säulenbohrmaschine. Gut, der eine oder andere, der viel mit Metallspäne arbeitet, sagt, ja, aber Schnittwunden und so weiter, kann man alles nachvollziehen, aber wenn sich der Handschuh um ein drehendes Objekt wickelt, dann denkt man, glaube ich, anders. Wann trage ich Handschuhe? Natürlich, wenn ich Material, sprich Holz, von draußen in meine Werkstatt reinbringe, um da tunlichst zu vermeiden, dass ich mit Span in den Finger ramme. Oder halt, wenn ich schwere Objekte trage, wo ich mich halt auch dran schneiden kann. Nochmal recht herzlichen Dank, Robert, für diese schönen Sicherheitsaufkleber. Und weiter geht's mit dem nächsten Thema. Was mir aufgefallen ist, bei manchen Videos lasse ich so ein paar Outtakes drin. Weil manchmal sind das echt schon so, wo ich dann denke, mein Gott.
Sind das noch Outtakes oder muss man dem schon wirklich so eine Zwangsjacke anziehen? Aber ich finde, Outtakes machen das Ganze irgendwie lockerer und entspannter, will ich nicht unbedingt sagen, weil manchmal hat man am Ende des Videos dann doch leichte Bauchschmerzen. Bevor ich jetzt die Ingos Infos beende, hier nochmal ein Projekt von meiner Frau. Sie hat mal wieder mit der Dekupiersäge herumgespielt und wie man sieht, kann sie das sehr, sehr gut. Vor allen Dingen dann, wenn sie dann auch noch funktioniert. Das war es jetzt von mir. Wenn ihr Fragen, Anregungen habt, bitte unten in die Kommentare rein. Wer meinen Kanal noch nicht abonniert hat, kann gerne ein kostenloses Abo dalassen. Und beim Aktivieren der Glocke werdet ihr rechtzeitig informiert, wenn ein neues Video online gegangen ist. Das war es jetzt von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag darüber. Bis zum nächsten Mal. Erstmal recht herzlichen Dank, Mann, Ralf. So, jetzt aber. Jetzt zu einem Sticker, den ich wann trage ich Handschuhe, wann nicht? Ich für meinen Teil habe wann trage ich wann trage ich Sicherheitshand... Das kann doch nicht angehen, ey. Jetzt zum Beispiel. Nimmt man, glaube ich, anders. Wann trage ich Handschuhe? Natürlich, wenn ich Material, sprich Holz, von draußen in meine Werkstatt reinbringe, um da tunlichst zu vermeiden, dass ich mir dann Sparen in. Sieht wieder aus, als wäre ich in der Werkstatt. Kann doch gar nicht angehen. Mann. Hallo, meine lieben Heimwerkerinnen und Heimwerker. Ich begrüße euch zu den neuen Werkstattinfos 11/2019. Nee. Ich habe mir überlegt, ich mache das jetzt mal. Dann habe ich ein kurzes Werbevideo hochgeladen im eigenen Sinne. Wir sind ja nächste Woche auf dem Weihnachtsmarkt in Lübberstedt. Nein. Sind wir nicht. Wir sind nicht in Lübberstedt auf dem Weihnachtsmarkt, weil den gibt es da gar nicht. Ja, hallo meine lieben Heimwerkerinnen und Heimwerker. Ich begrüße euch zu den Werkstattinfos